Wie schon die letzten Wochen, so bekommt ihr natürlich auch in dieser Woche wieder eine Übersicht der aktuellen Gratisaktionen und Free Play Days. Auch im Epic Game Store gibt es wieder was kostenlos. Hier könnt ihr euch seit dem 9. April die Vollversion des Detektiv-Adventures Sherlock Holmes Crimes and Punishments schnappen. Die Aktion läuft 7 Tage lang, also lasst es euch nicht entgehen, denn das Spiel gehört auf jeden Fall zu den besseren Holmes-Spielen. Um in den Genuss des ikonischen 4X-Strategie-Meisterwerks zu kommen, müssen die Spieler in World of Tanks zwischen dem 9. und 23. April lediglich eine einfache Gefechtsmission in Zufallsgefechten erfolgreich abschließen. Sobald dieses Ziel erreicht ist, wird die Einzelspielererfahrung von Master of Orion im Wargaming.net Game Center zum Download freigeschaltet. Auch Ubisoft lässt euch mal wieder kostenlos zocken. Das Open-World-Rennspiel The Crew 2 steht vom 19. bis 13. April kostenlos zum Download zur Verfügung und kann dementsprechend auch für lau gespielt werden. Wer Gefallen daran findet, kann das Spiel dann auch mit einem Rabatt von derzeit 75% käuflich erwerben. Bethesdas Massively Multiplayer Online-Rollenspiel feiert Geburtstag und lässt es ordentlich krachen. Vom 1. April um 16 Uhr bis zum 13. April ist das Hauptspiel The Elder Scrolls Online kostenlos auf PC via ESO-Launcher, PlayStation 4 und Xbox One spielbar. Wer darüber hinaus noch zocken will, kann Spiel und Erweiterungen in den nächsten Tagen mit zum Teil heftigen Rabatten erwerben. Mit dem Launch von Operation 3 Gridiron hat Microsoft nun ebenfalls Free Play Days für Gears 5 gestartet. Bis zum 12. April können Besitzer von Xbox Live Gold und Xbox Game Pass Ultimate das Action-Spektakel kostenlos herunterladen und zocken. Wie gewohnt könnt ihr auch auf der Xbox One so einiges kostenlos zocken, sofern ihr denn über Xbox Live Gold verfügt. Im April stehen euch gleich 4 Titel zur Verfügung, nämlich die Rennsimulation Project Cars 2 bis 30.04. sowie Fable Anniversary bis 15.04. Knights of Pen and Paper Bundle sowie Toybox Turbos folgen dann vom 16. bis 30. April. Xbox-Spieler können die Digital Edition von Starlink Battle for Atlas ab sofort bis zum 22. April kostenlos auf der Konsole spielen. Wenn Spieler den Titel nach der kostenlosen Phase erwerben, bleibt ihnen der Spielfortschritt erhalten. Starlink Battle for Atlas ist eine Open-World-Weltraumsaga, die 7 unterschiedliche Planeten umfasst, welche die Spieler frei erforschen können. Dabei werden sie zu interstellaren Piloten und müssen das Atlas-Sternensystem von Grax und der Vergessenen Legion befreien. Seit dem 7. April stehen Besitzern von PlayStation Plus die 9 kostenlosen Spiele für den aktuellen Monat zum Download bereit. Mit dabei das große Finale von Nathan Drake in Uncharted 4 A Thief's End und die hervorragende Rallye-Simulation Dirt Rally 2.0. Jeder, der sich ab sofort über Stadia.com registriert, kann Stadia Pro 2 Monate lang kostenlos testen und erhält somit auch den sofortigen Zugriff auf 9 im Stadia Pro Abonnement enthaltene Spiele, darunter Grid, Destiny 2 The Collection und Thumper. Weitere Titel können jederzeit im Store dazugekauft werden, auf die Spieler auch weiterhin zugreifen können, wenn das Stadia Pro Abonnement gekündigt wird. Allen Spielern, die aktuell bereits Stadia Pro Abonnenten sind, werden die kommenden 2 Monate nicht berechnet.